Er weiß am besten, wie es schmecken muss. So ein gutes Stöffsche. Martin Henke, der Kellermeister, Kälterei Possmann in Frankfurt. Seit 30 Jahren Chef der Fässer. Ein paar Äppler hat er da getrunken. Und er weiß deshalb auch ganz genau, wie sich das eigentlich gehört. Der Apfelwein steht natürlich für Geselligkeit, ne? Und das macht man am besten in der Apfelweinwirtschaft auf einer Holzbank, mit einem ordentlichen Essen dazu, ne? Und dann ist das Ganze drumherum einfach stimmig und das macht Spaß. Das Apfelwein-Epizentrum Frankfurt-Sachsenhausen. Wenn gerade mal nicht Pandemie ist, kommen Äppler-Freunde in Massen. Und was kommt ins Glas? Hier bei den Experten? Also wenn er richtig gut ist, trinke ich ihn auch pur. Süß gespritzt oder irgendwas geht ja nicht. Immaterielles Kulturerbe ist der Äppelwoi, quasi Champions League. Nicht nur das Getränk selbst hat den Titel von der UNESCO bekommen, auch alles, was so dranhängt. Die Streuobstwiesen, die Geselligkeit. Und dann ist der herrliche Apfelwein ja auch noch sowas von gesund. Man kennt ja diesen Spruch, an apple a day keeps the doctor away, und so ist es auch. Also der Apfel, wenn er von der Streuobstwiese kommt, der hat sehr viel Polyphenole. Und Polyphenole stärken einfach das Immunsystem. Ein nachhaltiges Produkt, meist von Streuobstwiesen aus der Region. Das kommt natürlich auch bei den jungen Leuten so richtig gut an. Im Odenwald bei der Kälterei Krämer haben sie den Trend verstanden und mit Bamble with Care eine junge Marke an den Start gebracht. Der Apfelwein in unserer braunen Mehrwegflasche, der hat vielleicht auch so ein bisschen einen staubigen Charakter gehabt. Und ich denke, das Produktdesign ist schon sehr wichtig inzwischen auch für junge Menschen. Und er ist natürlich auch praktisch. Eine richtige Rampensau ist der Äppler sowieso schon immer. Zum blauen Bock im hr-Fernsehen, Millionen Zuschauer. Da war doch die Bewerbung fürs Kulturerbe überfällig, oder? Was sagen die Menschen, die das alles klargemacht haben? Es ist einfach eine Frage der Tradition, der Traditionspflege und der Weitergabe. Und gerade im Zusammenhang mit dem immateriellen Kulturerbe ist ganz wichtig zu zeigen und sich zu bewusst zu machen, dass es nicht um einen musealen Erhalt geht, sondern es ist ganz wichtig zu zeigen, dass es gelebt ist. Die Apfelweinkultur leben, dazu kann jeder beitragen. Muss ja nicht jeder das Stöffsche gleich selbst keltern. Manchmal reicht auch ein bisschen passiver Support, zum Beispiel mit einem Gerippten in der Kneipe, ums Eck.